Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in zwei Mutators Mystery Boxen rein. Und wenn du Bock drauf hast, dann ja, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Du wirst Hunger bekommen, denke ich mal. Ne? Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Mutators habe ich irgendwann mal hier auch auf YouTube vorgestellt, nachdem ich die in einem Galileo-Beitrag gesehen habe und das interessant fand. Und dann habe ich da auch was bestellt. Ich bestelle da regelmäßig. Ich habe da auch letztens noch eine große Bestellung getätigt, weil wegen Geburtstag und so. Ne? Und jetzt hatten mir schon ganz, ganz viele von euch geschickt. Hey Claudi, guck mal, die haben sogar Mystery-Boxen und sogar Beauty-Boxen. Unfassbar. Wenn ihr dort shoppen geht, kleiner Tipp am Rande. Klickt auf das Produkt drauf und scrollt ein bisschen runter. Wenn da steht, dieses Produkt ist nicht gerettet und da auch im Prinzip der Originalpreis aufgeführt ist und ne, ihr dann den Originalpreis auch seht, dass ihr den dann auch zu dem Originalpreis bestellt, bedeutet das ganz einfach, dass Mutators das Sortiment halt ein bisschen größer gestaltet hat, sodass man dort auch alle möglichen Produkte findet, um halt gegebenenfalls auch so eine Art Wocheneinkauf oder so dort machen zu können. Ne? Das sind alles, glaube ich, ungekühlte Lebensmittel, die dort zu finden sind, aber auch Beauty-Produkte. Und ich bestelle am liebsten dort halt wirklich gerettete Lebensmittel, sprich Sachen, wo das MHD abgelaufen ist und wo man dann die Sachen für 70% günstiger bekommt oder wo die Verpackung sich geändert hat. Großverpackung kann man dort auch kaufen, ne? Und oder Überproduktion, das finde ich auch immer ganz charmant. Und deswegen, also ich liebe es total, dort stöbern zu gehen und habe aber jetzt nicht irgendwie eine Kooperation oder so. Ich hatte letztens gesehen, dass, ich glaube, Desi hatte eine Kooperation, da könnt ihr vorbeischauen, aber ich weiß nicht, ob der Code aktuell ist. Bei ihr, weiß ich nicht. Ein Tag, nachdem ich bestellt hatte, hatte sie den Code. Läuft. Labarababa, wir gucken in die Boxen rein. Ich starte mit der Beauty-Box, da habe ich 34,90 Euro für bezahlt. Das Healthcare Surprise Box, das ist die Surprise Box 2, steht hier drauf. Und da sind auch schon ein paar Produkte aufgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass das aus Adventskalendern zum Beispiel ist, die nicht verkauft wurden oder aus wirklich irgendwelchen limitierten Boxen, wo die Boxenmenschen die Boxen halt nicht verkauft bekommen haben, denn wir haben hier wirklich auch einen krassen Inhalt drin, sehe ich einfach so mal auf den ersten Blick. Wir haben hier von Barbour dieses Dreier-Set, diese Ampullen. Es kommen bald die Adventskalender, da werde ich das auch sehr, sehr häufig noch in die Kamera halten, aber allein dieses Set hat, glaube ich, einen Wert von 20 Euro oder so. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und Barbour hat auch wirklich gute Ampullen. Hier haben wir die Hydra Plus, die Multivitamin und die Lift Express drin. Ein ganz cooles Set, muss ich sagen. Ich werde jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen mir die Packung angucken, ob ich da vielleicht bei den Mystery Box Produkten irgendein MHD finde. Als nächstes habe ich hier was drin. Ach Mensch, das hätte ich doch meiner Stiefschwiegermutter ins Spiel mitgeben können. Die hat nämlich heute nach einem Lichtschutzfaktor für den Körper gefragt. Von V-Sun ist das Don't Blush mit Lichtschutzfaktor 30 das ist eine Gesichtssonnencreme. Okay, gut, sowas kannst du natürlich auch am Körper verwenden. Ist aber meistens dann so ein bisschen, ich sag mal, Perlen vor die Säue. Ne? Lichtschutzfaktor 30 finde ich ein bisschen wenig. Also ich verwende einen 50er, aber wer möchte, kann natürlich auch einen 30er verwenden. Das ist ja gar kein Problem. Dann haben wir hier aber auch ein bisschen Lebensmittel mit drin, also ein paar Snacks. Von Yalador habe ich Karamellsalzmandeln hier drin und die sind noch haltbar. Alles tutti, 40 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das hört sich tatsächlich für mich auch wirklich schon direkt mal so an, als wäre das wirklich ein Produkt irgendwie aus dem Adventskalender, ne? Weiß ich ja nicht. Achso, war bei dem V-Sun irgendein MHD drauf? Nö, da war kein MHD drauf. Nö. Dann habe ich hier noch eine Basiscreme von Burb Meat. Das ist für sehr empfindliche Haut, Naturkosmetik. Und das läuft auch erst 2026 ab, 50 Milliliter. Also auch das, ne, echt ein Produkt, was einfach dann aus irgendeiner Übergeschichte dann hier in dieser Box gelandet ist. Was ich krass finde, ist, dass hier einfach mal die Sky High Mascara drin ist. Das ist tatsächlich die Variante, die ich einfach nicht gut abgeschminkt bekomme. Aber jetzt habe ich sie da. Ich werde sie wahrscheinlich dann auch einfach mal wieder verwenden. Das ist die hier von Maybelline. Die kennen wir ja alle, ne? Ich persönlich mag die einfach lieber in der schwarzen Verpackung. Die ist nämlich genauso gut, mindestens genauso gut, denn sie lässt sich halt auch vernünftig abschminken. Also hier rödel ich echt lange an meinen Wimpern rum, bis ich das abbekommen habe. Ich könnte das sogar in meine Full Face Beauty Box mit reinnehmen. Krass. Dann habe ich hier noch von Zebra Bar Raw. Irgendwie sieht das ein bisschen aus wie der Adventskalender von About Food. Irgendeiner von denen. So, wisst ihr, was ich meine? Okay, Zebra Bar Kakao und Orange ist jetzt echt überhaupt nicht mein Vibe. Da sind 35 Gramm drin. Denn ich mag jetzt nicht so gerne Obst mit Kakao oder mit Schoki. Das ist auch bis Oktober diesen Jahres haltbar.
Ja, bye bye Babyhaar. Nein, danke. Nicht für mich. Von Got2be. Für ein kontrolliertes Finish. Das ist ganz süß, sowas zu haben. Ne? Auch das ist eine Originalgröße. Aber ich meine, ich habe hier meine Babyhaare, die hier auch gerne mal in alle Richtungen abstehen. Aber ich stehe dazu. Sie machen mich aus. Ich lasse sie einfach da. Okay. Dann habe ich hier von Maria Galant eine Maske. Das finde ich schön. 2 Demaquillon. Okay, eine Creamy Maske, auch hier kein MHD drauf, 20 ml sind hier drin. Eine Reinigungsmaske, aha, lässt du auch nur 4 Minuten einwirken, also zur Gesichtsreinigung geeignet. Ja, sowas kenne ich ja auch zum Beispiel von Mudmaski, finde ich sehr angenehm. Kann man zum Beispiel, ja, jetzt, also wenn das nur 4 Minuten, dann reicht es ja nicht fürs Zähneputzen. Keine Ahnung, weil Zähneputzen mache ich deutlich länger als nur 4 Minuten. Ne? Dann habe ich hier von Dr. Severin for Woman ein Body Aftershave Balm. Das finde ich klasse, für untenrum sehr gut geeignet, hoffe ich mal. Hier sind 30 ml drin, denn ich brauche gerne mal so... Wobei, hier sind Parfüme drin. Hä? Das ist ja auch verrückt, ne? Weil Parfüme wollte ich mir da unten jetzt nicht unbedingt dran machen. Und Menthol, nee, vergiss es. Vergiss es, ich mache mir da kein... Nein. Oh, Leute, auf gar keinen Fall. Das ist mutig. Warum? Möchte ich nicht. Nach dem Rasieren wachsen Epilieren. N-n-n. Nicht mit Menthol. Vergiss es, vergiss es. Mit Menthol und mit Parfüm mache ich da unten rum sicherlich nicht dran. Dann habe ich hier Hippie Fable Redefining Lip Care mit Panthenol und Alge. Das finde ich schön. Natural Airless Lip Balm. 6 ml haben wir hier drin enthalten. Also quasi auch eine Originalgröße von einem Lippenbalsam. Sagt mir ehrlich gesagt jetzt gerade von der Marke her nicht wirklich was, ne? Aber... Lippenbalsam. Kann man auch gut gebrauchen. Also das ist wirklich bislang auch sehr eine sehr brauchbare Box. Und hier habe ich das letzte Produkt und zwar, oh lecker, Hazelnut Kakao Ahead Low Sugar Sugar Chocolate Bar. Sowas mag ich auch richtig gerne. Ein Riegel mit 35 Gramm. Ne? Schön. Ja, der ist aber abgelaufen. Das ist nicht schlimm. Ist ja nicht irgendwie dann, also ist ja nur mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab, ne? Also das war schon mal eine gute Box. Wenn man halt, ich meine, online hast du auch schon ein paar Produkte davon gesehen, ne? Aber wenn man sowieso sich die Sky High Mascara und die Barbo-Ampullen zum Beispiel anschauen wollte, hast du den Rest für Ume mit dabei. Also ich persönlich finde es cool, ein Aftershave-Creme-Gedönsen mit Menthol und Parfümstoffen brauche ich nicht unbedingt. Jetzt schauen wir mal in die nächste Box rein. Und ich meine, dass das die Picknick-Surprise-Box war für 19,99. Hier steht auch nichts außen dran, ne? Nee, nee, nee. Und ich habe sie online auch eben nicht mehr gefunden. Das heißt, ich habe da auch leider gerade nicht so den Preis für. Aber ich schaue nochmal gleich, wenn ich unten bin, auf Rechnung, wenn ich das Video schneide. Dann blende ich euch das natürlich auch mit ein. So, hier habe ich einmal Lace aus dem Ofen gesalzen. Das hört sich perfekt an. Bis zum 23.06. haltbar, ne? Also ich habe die bekommen Mitte Mai, die Box. Easy, finde ich toll. Kann ich gut gebrauchen. Dann habe ich hier Muffins drin. Mini-Muffins, Fragola. Ich glaube, das ist mit Marmelade, ja, mit Erdbeermarmelade gefüllt. Das finde ich cool. Guck mal. Gut, die sind abgelaufen, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Die snacke ich dir weg. Aber frag mich nach Sonnenschein. Das ist praktisch. Schön. Schön. Dann habe ich hier Want Want Got Rice Honey Mustard Flavor. Oh, interessant. Honig-Senf-Geschmack. Rice Crackers. Okay, das scheint auch wohl neu zu sein. Das läuft am 2.6. ab. Das heißt, übernächste Woche. Geht klar. Werde ich bis dahin sicherlich aufgegessen haben. Sieht auch sehr lecker aus. Also da läuft mir gerade wirklich das Wasser im Mund zusammen, weil ich stehe auf sowas. Ich stehe auch einfach mal, also manchmal stehe ich auf diese richtigen Basic-Sachen, dass ich auch einfach gesalzene Chips und Schoki dazu, fertig ist die Laube. Aber manchmal habe ich auch Bock einfach mal sowas anderes. Ich habe mir zum Beispiel bei der Motatoes-Bestellung auch so Mochis mitbestellt. Die waren so lala, aber die waren irgendwie war das abgefahren, weil das halt einfach mal was anderes war, ne? Dann habe ich ja auch noch Erdnusslocken Loopies mit frisch gemahlenen, ja, Erdnüssen. Das ist dieses hier bis zum 12.06. haltbar. Ja, ne? Oft länger gut. Es ist süß, dass sie das mit draufdrucken. Ja, klar. Also, kannst du oft noch länger essen, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich habe morgen hier auch Mädelsabend, wahrscheinlich gestern, wenn ihr das Video seht, ne? Da kann ich sowas auch immer ganz gut hinstellen. Das macht auch immer Freude, ne? Wenn man da einfach auch so andere Sachen probieren kann, dann kann man das gemeinsam probieren. Dann habe ich hier Schokocrossis Crunchy Moments. Oh, mit Kaffee. Das finde ich abgefahren. Ist nicht ganz so meine Welt. Das ist auch noch bis August haltbar.
Schade, dass da Kaffee drin ist, bin ich ehrlich. Oder? Also ich sehe da eine Bohne, aber es kann auch sein, dass es einfach eine Kakao... Nee, hier, leckere Coffee-Brownie-Style-Stückchen, ne? Eben drum. Schade. Also ich trinke unheimlich gern Kaffee, aber Essen nicht ganz so meins. Hier muss ich ein bisschen an die liebe Emmy denken. Die hatte mir letztens auch solche mit Stracciatella geschickt, die so lecker waren. Von Pocky, Chocolate Flavor, Glico, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob ich euch hierzu die Preise einblenden kann, weil das sind teilweise super abgefahrene Produkte, ne? Glaube ich eher weniger. Aber krass. Also sowas mag ich auch gerne so einfach mal zwischendurch, ne? Ein bisschen Schoki und sowas dabei snacken. Dann habe ich hier von... Achso, wie lange seid ihr eigentlich noch haltbar? 7.6. auch das easy. Dann habe ich die Katjes Vitaminis. Ostern und Vitamine. Ja, wahrscheinlich eben, weil es eine Saisonverpackung ist, hier drin gelandet. Das ist nämlich noch bis Dezember haltbar. Und ja, finde ich gut, dass es hier drin zu finden ist, oder? Was meint ihr? Schreibt mir das auch gerne so in die Kommentare rein, ne? Was ihr so über die Boxen denkt und ja, ob ihr für euch persönlich denkt, ob sich das gelohnt hat. Klar muss man so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten, dass man dann die Produkte, die man dann auch bekommt oder die man dort auch in Großpackungen oder so kauft, die sollte man auch sowieso gekauft haben wollen oder halt auch in dem entsprechenden Zeitraum essen wollen, ne? Muss man halt immer für sich wissen, weil wäre total dämlich, wenn du das kaufst und dann wegschmeißt. Nur mal so. Hier habe ich noch Smarties mit drin. Und ja, weil hier ist der Aktionszeitraum bis zum 30.04. Und das ist noch bis Dezember haltbar. Und deswegen wurde es dann wahrscheinlich aus dem Handel genommen, ne? Kann ich mir einfach gut vorstellen. Haben wir hier so Smarties. Das ist so, du kaufst dir nie Smarties, aber wenn du sie da hast, dann freust du dich, weil das irgendwie Kindheit ist. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch so Brezel. Flatzel, Brezel, Baked. Oh, das sind so ganz dünne. Sowas mag ich ja gerne. Thinner the better. Mhm. Oh, das ist bis Januar nächsten Jahres haltbar. Ne? Ja gut, Brezelzeit ist jetzt nicht unbedingt jetzt, wobei eigentlich schon. Weil wenn man so unterwegs ist, ne, kann man das eigentlich ganz gut gebrauchen. Hier habe ich was drin und die hatte ich auch schon mal. Das sind die Dr. Oetker My Sweet Table Kuchenkugeln. Und das ist verfeinert mit Batida de Coco. 9 Stück sind hier drin enthalten. Ja, ne, das ist bis zum 30.06. haltbar. Und ich glaube, dass einfach nicht jeder das gerne mag, wenn man halt so Snacks mit Alkohol hat. Oder die haben das Verpackungsdesign geändert. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall beim Mädelsabend hinstellen. Denn nur, natürlich mit der Info, dass es mit Batida de Coco ist, wird ja sicherlich halt auch entsprechend mit Alkohol dann sein. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil wenn da irgendwie jemand, ja, mit 5,8% Batida de Coco Likör überzogen, wenn da irgendwie jemand dabei ist, die vielleicht gerade ein Baby im Bauch hat oder so, ne, dann ist das nicht so gut, glaube ich, ne. Dann habe ich hier Corny, oh, da wird mein Freund sich freuen, ohne Zuckerzusatz, Haselnuss, das sind, glaube ich, relativ klassische, sowas finde ich ja auch lecker. 25.06. easy peasy, also das passt jetzt halt auch einfach ganz gut, weil ich glaube, viele von uns sind jetzt auch so in der Zeit, wo man auch Unternehmungen macht, wo man einfach nach draußen, also rausfährt und dann hat man irgendwie so ein kleines Lunchpaket oder so mit dabei und so ein kleines Snacks finde ich immer ganz charmant, ne? Von Figgelmiggel habe ich hier etwas mit dabei, Worms, solche Würmer, mhm. Na guck, ja, auch das bis August 2025 haltbar. Leute von heute. 80 Gramm sind hier drin. Ja, sowas finde ich auch schön. Dann habe ich hier auch noch Salted Caramel Flavor Popcorn. Top of the Pop. Das darf man halt einfach nicht verlegen oder vergessen, dass man es da hat. Das habe ich so oft, dass ich was irgendwie in Adventskalendern oder so drin hatte. Und dann hole ich das viel zu spät erst wieder aus dem Schrank. Und dann funktioniert das nicht mehr. Bis zum 10.04.2026 ist das sogar haltbar. Mega geil. Also das müssen mein Freund und ich uns echt mal gönnen. Dann habe ich hier was mit dabei. Ja, das mag ich nicht. Ich glaube, mein Freund auch nicht so. Wobei, ich probiere es, glaube ich, mal. Weil mit weißer Schokolade, weiße Mango Maracuja, Buenos Dias von Rittersport, bis Ende Juni haltbar. Ne? Wie gesagt, ich mag nicht so gerne Schokolade mit Frucht, aber vielleicht mag ich das mit weißer Schokolade. Das muss ich mal ausprobieren. Das hatte ich, glaube ich, noch nie so wirklich. Und dann habe ich hier als letztes Produkt Schoko Fun Waver and Hazelnut Bars. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Auch bis Ende Juni haltbar.
Ne? Auch sowas. Wenn ich das bei uns irgendwo hinlege, da kann ich gar nicht so schnell gucken, wie mein Freund und ich das einfach so im Vorbeigehen immer mal wieder snacken. Ist wirklich so. Und das war jetzt einfach mal so eine Überraschungsbox, sowohl aus dem Beauty-Bereich als auch aus dem Food-Bereich. Ich finde, dass beide Boxen sich gelohnt haben. Du siehst auf dem Bild halt immer so ein paar Spoiler-Produkte und der Rest vom Schützenfest ist dann quasi Mystery. Ne? Kannst ja einfach mal auch vorbeischauen. Ich habe den Link dazu in der Infobox gesetzt. Aber ich finde es cool. Man sollte halt wie bei allen Foodboxen einfach so offen dafür sein, für das, was da so kommt und ja, ne? Und einfach vielleicht irgendwie sowieso was vorhaben, wo man die Produkte dann in Einsatz nehmen kann, wie Geburtstage oder irgendwelche Unternehmungen, wo man es dann auch mitnimmt. Also ich kann es empfehlen und ich denke, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich mir dort eine Mystery Box bestellt habe. Bei Motators generell bestelle ich ja so oder so immer regelmäßig. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr vielleicht dort auch schon mal irgendwie was bestellt oder bestellt ihr sowieso immer regelmäßig? Auch das gerne mit der Community teilen, wie das eure Erfahrungen sind. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.